Hallo und herzlich willkommen im Waldgarten, so nenne ich diesen Ort jetzt einfach. Meine kleine Birkengruppe, unsere natürlich, hier in unserem Vorgarten, eigentlich Hintergarten. Ich weiß gar nicht, wo eigentlich genau vorne bei dem Haus ist. Eigentlich hier, na egal. Jedenfalls, der richtige Wald ist ca. 20 Meter da hinten. Also, ich bin quasi im Wald. Ich will heute laufen. Thema? Erstens, ich habe immer noch Schnupfen. Ich bitte das zu entschuldigen. Ich hoffe, ich bin einigermaßen erträglich zu verstehen und erträglich zu ertragen, weil ich kann einfach keine Rücksicht drauf nehmen, bis meine Nase endlich mal wieder in Ordnung ist. Muss vorher schon Videos produzieren, will euch dringend was erzählen. Und zwar wird wahrscheinlich ein recht langer Brocken, nämlich wie geht's unserem Wald. Typischerweise mache ich ja eigentlich jedes Jahr so im Anfang Januar einen Waldjahresrückblick für das vergangene Jahr, der sich größtenteils mit dem Waldzustandsbericht beschäftigt. Den werde ich dieses Jahr auch machen, der braucht aber noch ein bisschen. Und weil das nicht unbedingt das ist, was man sich unter einem wie geht's eigentlich dem Wald so vorstellen würde, habe ich mir gedacht, ich mache dieses Jahr mal zwischendurch einen grundlegenden Abriss von Problemen und Lösungsstrategien hinsichtlich des Waldes, weil ich habe in letzter Zeit diverse Sachen gesehen, die mich geärgert haben. Auf YouTube diverse Beiträge, die ich sehr schlecht fand. Bin ein bisschen bei Wohllebenswaldakademie reingerutscht und war entsetzt. Das ist ja nichts Neues. Habe aber auch irgendwelche sogenannten Naturfilme gesehen mit teilweise glorreichen Aufnahmen. Super toll, ganz prima gemacht, aber hat einer viel zu einseitigen, viel zu unreflektierten Meinung zu den Aufnahmen. Was dann aber in Kombination mit schönen Aufnahmen natürlich von vielen Leuten dann gleich als bare Münze genommen wird und die Kommentare unter so einem Werk sind dann nahezu ausschließlich zustimmend und positiv. Weil man halt schon sehr tief in der Materie drin setzen muss, um überhaupt erkennen zu können, wo jetzt da eigentlich die Fehler liegen. Wenn jetzt also jemand sagt, die Natur in Ruhe lassen, dann geht es ihr besser. Da werden 99% der deutschen Bevölkerung der Meinung sein, ja klar, leuchtet mir ein. Ist zwar auch richtig, aber nicht wirklich immer die Lösung, weil wir halt irgendwoher auch noch vernünftig nachwachsende, nachhaltige Ressourcen auch irgendwo kriegen müssen. Ja, und dann denkt man im ersten Moment nicht dran, wenn man schöne Bilder vom Reh gezeigt bekommt, zum Beispiel, wird nicht der erste Gedanke sein, oh toll, und da hinten dran diesen dicken Baum, den fäll ich jetzt und baue mir da draus eine Standuhr. Und ja, das ist nachvollziehbar und das geht mir ja genauso, aber das hilft uns halt eben nicht weiter. So, und damit ich nicht so viel schimpfe, weil meine Frau gemeint hat, wenn ich so viel schimpfe, werde ich unsympathisch und das gibt Ehekrise. Und nein, das nicht, aber ich kriege böse Kommentare und dann reg ich mich auf und dann muss sie ertragen, dass ich mich aufrege und das gibt dann Ehekrise. Habe ich mir gedacht, mache mal einfach den anderen Weg und erzählen einfach mal, wie es tatsächlich um den Wald bestellt ist. Und wenn ihr irgendein anderes Machwerk von irgendwem anders seht, wo es anders heißt, als ich hier darstelle, dann hat der entweder recht und ich habe keine Ahnung von meinem Fachgebiet oder andersrum. Und da ich arrogant bin und der Meinung bin, sehr wohl recht zu haben, würde ich behaupten, ich habe recht. Weil bei mir kriegt ihr eben eine differenzierte forstwissenschaftliche Sichtweise und die Forstwissenschaft ist immerhin, wie der Name schon sagt, eben die Wissenschaft vom Forst und der macht 97,4% unseres Waldes aus und damit sind wir eben genau die Richtigen, um in solchen Fällen zu Rate gezogen zu werden. So. Und davon abgesehen, lege ich jetzt einfach mal los. So. Wir wollen jetzt also so ein bisschen auflisten, welche Probleme der Wald eigentlich hat, beziehungsweise wie man überhaupt feststellen kann, wie es dem Wald geht. Das ist nämlich gar nicht so einfach zu sagen. Noch schwieriger zu sagen, ist, wie es dem Wald weiterhin gehen wird, welche Prognosemöglichkeiten wir eigentlich haben, was wir sicher wissen, was wir nicht sicher wissen. Völliger Blödsinn ist es zu behaupten, wir wüssten gar nichts, wie man das aus Kreisen Wohlleben immer mal wieder hören möchte. Und das sei doch alles noch viel zu unerforscht und so weiter und so weiter. Wenn das stimmen würde, wäre auch alles, was der Wohlleben erzählt, völliger Mumpitz, weil wir wissen ja gar nichts. Und dementsprechend können wir auch gar nicht beurteilen, ob alles die Natur in Ruhe lassen, denn so eine gute Idee wäre. Und ja, also wir finden da viele Widersprüche, wenn wir uns nicht intensiv mit der Thematik beschäftigen.
Also, wie geht's denn jetzt im Wald? Das ist schon mal das erste Problem, weil, um das festzustellen, bräuchten wir jetzt irgendeinen Indikator, der uns genau sagt, wie es dem Wald geht. Man kann nämlich eben nicht, das ist ganz, ganz fatal, einfach nur in den Wald reinlaufen, ja, ist hier irgendwo noch ein bisschen grün und hier sehe ich Bäume und da drüben sind auch noch Bäume, also geht's im Wald wohl gut, da hinten ist ein Vogel vorbeigeflogen, alles klar, super, hier gibt es Vögel und es gibt Bäume, dem Wald geht's gut. So einfach ist es leider nicht, wäre schön, wenn es so einfach wäre, aber dieser Effekt, dass es erstmal, solange es grün ist und einigermaßen nach Wald aussieht, für viele Leute schon völlig ausreichend ist, beziehungsweise als intakter Wald wahrgenommen wird, hat zum Beispiel zu diesem recht großen Aufschrei geführt, der anfangs des sogenannten Waldsterbens 2.0, ich möchte diesen Begriff so langsam fast auch verwenden, war anfangs noch ein bisschen skeptisch, aber es ist schon ziemlich dramatisch und da darf man dem Ganzen auch einen dramatischen Namen geben. Anfangs dieses Waldsterbens 2.0, insbesondere dieses Begriffes, kamen die ersten Stimmen daher, die gesagt haben, ja, jetzt machen sie wieder Panik, das hat ja in den 80ern auch schon nicht gestimmt, dass das Waldsterben 1.0, grob so mehr oder weniger um das Jahr 1980 drumherum, hat ein bisschen früher angefangen, wurde ein bisschen später kommuniziert, hat unter anderem zur Gründung der Grünen, die ja heute sogar in der Regierung hocken, geführt. Die haben die berühmte Szene, dem Kohl zum weiß ich nicht wievielten Amtsantritt, der war ja ein paar Mal Kanzler, haben sie ihm einen vertrockneten Tannenzweig überreicht, anstatt Blumen zum Beispiel. Ja, also einfach nur, das war zu der Zeit, nur damit wir uns da ein bisschen was drunter vorstellen können, dass sich Deutschland sehr viele Gedanken dazu gemacht hat, dass der Wald sterben könnte, dass sämtliche Zeitungen geschrieben haben, der Wald stirbt, wortwörtlich, mit entsprechend scheiß, furchtbar aussehenden Waldlandschaften auf dem Cover. Der Spiegel war da maßgeblich beteiligt, sämtliche anderen Zeitschriften, Zeitungen auch. In den Nachrichten war das überall zu hören, in der Tagesschau und so weiter und so weiter. Und die Deutschen sind ziemlich durchgedreht. Lustigerweise war das gleiche Problem in Frankreich sehr wohl auch präsent, in Polen sehr wohl auch präsent, in all unseren Nachbarländern. Das war ein gesamt mitteleuropäisches Problem und Phänomen. Aber interessanterweise sind nur die Deutschen am Durchdrehen gewesen. Die Franzosen haben sich zum Teil sogar ein bisschen drüber lustig gemacht, teilweise, und von La Waldsterben gesprochen. Man hat diesen Begriff also europaweit in die jeweiligen Landessprachen übernommen, weil die Deutschen da so viel Panik schieben. War das berechtigt, war das nicht berechtigt? Das ist seitdem was viel diskutiert worden ist. Tatsache ist, dass die Aussagen der Fachwissenschaftler, das war einer, der da immer wieder zitiert wurde, es gab aber auch noch andere, die in dem Bereich geforscht haben, ungefähr gelautet haben, wenn das so weitergeht, dann haben wir große Flächenverluste beim Wald zu verantworten. Ja? Betonung auf. Zug. Wenn das so weitergeht, wenn, falls, ja, und große Flächenverluste, teilweise wurde das auch konkretisiert, da war dann mal von 3,5 oder bis zu 15% der Waldfläche die Rede. Lustigerweise wurde das dann wiederum von der Presse so weit übersetzt, dass auf einmal nicht mehr von 15% der Fläche maximal, sondern von 100% der Fläche die Rede war oder man von 85% und dann hat man sich gegenseitig hochgeschaukelt. Ja, also die einen haben berichtet, der halbe Wald stirbt, dann muss der nächste berichten, 3/4 vom Wald sterben und dann kommt die Bildzeit. Spätestens bei denen stirbt dann der ganze Wald. So in etwa funktioniert das, beziehungsweise hat das damals funktioniert und man hat einfach die Aussagen der Fachwissenschaftler völlig überinterpretiert. Niemand hatte aus der Forstwissenschaft behauptet, der gesamte Wald würde sterben und man hatte immer noch dazu gefügt, wenn das so weitergeht. Es ist aber nicht so weitergegangen. Tatsächlich hat dann auch ein Kohl unter anderem maßgeblich daran beteiligt, festgestellt, jetzt kann man den Mann mögen oder nicht, aber es ist halt nun mal historisch so, dass er da maßgeblich daran beteiligt war, hat er festgestellt, dass es so nicht weitergehen kann, hat eben die Wissenschaft darauf angesetzt, beziehungsweise die hat sich von alleine darauf angesetzt und die haben gesagt, Hauptverursacher, da gab es auch einen schönen Lehrfilm in den 80ern, ist Schwefeldioxid, der sogenannte saure Regen, und den können wir abschalten, indem wir den Katalysator erfinden.
bleifreies Benzin tanken. Damals gab es ja noch bleihaltiges Benzin. Heutzutage kriegst du gar kein, das gibt's gar nicht mehr. Und damals kam das auch für die Jüngeren unter uns, dass du an der Tankstelle bekommen hast, super bleifrei und super verbleit. Und so alt bin ich tatsächlich, dass ich das sogar noch weiß. Und ja, dann warst du halt Klimasau sozusagen, wenn du super verbleit getankt hast, beziehungsweise manche Autos sollen das angeblich gebraucht haben. Ich kenne mich da nicht aus. Für den Motor sei es besser und so weiter. Dann haben manche das noch getankt, aber die meisten haben dann super bleifrei getankt und sich total toll gefühlt, dass sie hier gerade was für die Umwelt tun, was ja auch gestimmt hat. So, und jetzt kommt ein interessantes Phänomen zum Tragen, nämlich, wie der Engländer sagt, das ist etwas, was grundsätzlich in der Wissenschaft sehr weit verbreitet ist und allgemein bekannt, there is no glory in prevention. Wenn du also was erkannt hast und Präventionsmaßnahmen auf den Weg gebracht hast und diese funktioniert haben und die Art der Katastrophe, die du hast kommen sehen, ist nicht eingetreten, wird dich hinterher jeder ignorieren und davon ausgehen, dass es eh nicht dazu gekommen wäre und vergessen, dass es da mal ein Problem gab. Und genau das ist mit dem Waldsterben 1 nämlich passiert. Der Hauptverursacher, und damit haben wir Faktor Nummer 1, der eine Rolle spielt für unseren Waldzustand, war der saure Regen. Also Stickoxide, Schwefeldioxid und ähnliches, was einfach aus den Schornsteinen der Industrie bzw. aus den Auspuffen unserer Fahrzeuge ausgestoßen wurde, in der Atmosphäre gelandet ist, vom Regen ausgewaschen wurde, aus der Luft sozusagen und als saurer Regen, pH-Wert ungefähr von einem schwarzen Getränk, was man hin und wieder bei mir mal sehen kann, ist dann so in den Wald reingeregnet und hat da enorme Schäden verursacht. Hat vor allen Dingen die Vitalität der Nadelbäume stark abgeschwächt. Wir hatten Nadelvergilbungen, gelb werdende Nadeln, Verluste einzelner Nadeljahrgänge, hier und da einen abgestorbenen Baum. Und tatsächlich kam es aber nicht zu großen Kahlflächen, wie wir sie heute sehen können. Heute sieht der Wald erheblich schlimmer aus als damals zu Zeiten des Waldsterben 1.0. Vielleicht wäre es irgendwann zu sowas gekommen, das können wir heute aber nicht mehr sagen, weil wir ja dann den Rußpartikelfilter eingebaut haben und den Katalysator und das Problem damit quasi schlagartig abgestellt gewesen ist. Es hat dann noch ein paar Wochen gedauert, bis dann, oder auch Monate, von mir aus auch ein Jahr, bis der letzte Scheiß aus der Atmosphäre rausgewaschen war und danach war die einigermaßen sauber und mit dem Wald ging es stark bergauf, also mit dem Vergilbungszustand des Waldes. Und man hat in dieser Zeit, und das ist auch wichtig, weil es das heute immer noch gibt, eben den sogenannten Waldschadensbericht eingeführt, den man später in Waldzustandsbericht umbenannt hat. Heute heißt er auch noch Waldzustandsbericht und der ist gesetzlich verankert und gibt vor, dass einmal im Jahr eben geguckt werden muss, wie es dem Wald eigentlich geht hinsichtlich der Belaubungsrate. So, das heißt, Leute, die dafür ausgebildet sind, rennen im Wald rum, gucken in die Baumkronen, gucken auf ein Kärtchen mit einem Vergleichsfoto, wie denn der jeweilige Baum auszusehen hat und stellen dann eine für sie zwar subjektive, aber in der Summe dann doch einigermaßen objektivierte Zusammenstellung her, dass dieser Baum, den sie da gerade beobachten, von den 10 Leuten, die ihn gerade beobachten, im Schnitt einmal 55% Laubverlust attestiert wird, vom nächsten 47, wieder vom nächsten, also unabhängig voneinander, 45, der nächste gibt 60 und so weiter und so weiter. Meistens liegt das gar nicht so weit auseinander, sondern differiert wirklich nur um ein paar Prozentpunkte und damit kriegt man dann einen, ja, wie gesagt, einigermaßen subjektiven, aber durch die große Zahl der Leute, die das beurteilen, dann wieder objektivierten Wert hin, wie viel prozentuellen Nadelverlust denn dieser Baum jetzt eigentlich nun hat. So, das schreibt man auf, geht zum nächsten Baumspielchen, geht von vorne los und wir bekommen dann jedes Jahr ungefähr im September, manchmal auch erst im Oktober, manchmal auch erst im November, je nachdem, bekommen wir den Waldzustandsbericht des jeweiligen Bundeslandes zu sehen und da steht dann eben genau drin, dass der durchschnittliche Waldzustand bei 66% Belaubung bloß noch liegt und beziehungsweise der durchschnittliche Laubverlust bei 27,5%, irgendwie sowas. Das ist ein realistischer Wert zurzeit.
Dieser Wert ist erheblich höher als damals in den 80ern, lustigerweise. Ja? Aber zunächst mal können wir auch anhand dieses Waldzustandsberichtes, der eine Möglichkeit ist, rauszufinden, wie es dem Wald überhaupt geht, zumindest mal grob uns angucken, wie seit 84, da hat das Ganze gestartet, dieses Monitoring, sich eben der Waldzustand im Lauf der Zeit entwickelt hat. Und da kann ich euch verraten, mehr oder weniger war es erstmal scheiße. Also erstmal war der Schaden hoch, ging dann zurück. Und ging dann wieder hoch und erreicht heute Top-Werte, die so noch nie da gewesen sind. Das Waldsterben 2.0 ist also von diesem Schadmonitoring her erheblich gravierender als das Waldsterben 1.0, was noch durch Schwefeldioxid verursacht worden ist. So, jetzt können wir also anhand dessen ungefähr sagen, dem Wald geht es also so und so gut, beziehungsweise so und so schlecht, weil wir dieses seit 84 stattfindende Schadmonitoring haben. Quelle Nummer 1. Dankenswerterweise ist das allerdings nicht die einzige Quelle. Wenn das die einzige Quelle wäre, dann könnte man, und viele Leute scheinen es als einzige Quelle zu nehmen und sagen, dann dem Wald geht es ganz katastrophal, hier Waldzustandsbericht. Das ist auch nicht falsch, ja? Dem Wald geht es auch nicht gut. Und wenn man dem Waldzustandsbericht glaubt, dann geht es ihm sogar ganz katastrophal. Aber es gibt ja auch noch andere Quellen und jetzt ist eben die Frage, wie bewerten wir überhaupt den Waldzustand? Nur durch wahrgenommenen Blattverlust, Laubverlust der Einzelbäume oder gibt es da noch andere Indikatoren? Zum Beispiel, wie geht es eigentlich dem Waldboden? Da gibt es zum Beispiel eine Waldbodenzustandserhebung, die wiederum feststellt, dass sich der Zustand des Waldbodens im Verlauf der letzten Jahre in vielen Punkten erheblich verbessert hat. Ja? Also hier ist der Trend ein anderer. Hier geht es dem Wald nicht immer schlechter, sondern tatsächlich immer besser, weil seit wir den sauren Regen abgeschaltet haben, sich der Waldboden peu à peu immer mehr erholt. Also durchschnittlich. Auf einzelnen Standorten wird es auch schlimmer. Dazu kommt allerdings jetzt wieder ein anderer Effekt und ich erzähle euch jetzt absichtlich einen ganzen Haufen Einflussfaktoren, um klarzumachen, wie schwierig das eigentlich ist. Und wer euch eine einfache Antwort auf den Waldzustand gibt, den könnt ihr auf keinen Fall glauben, weil es gibt keine einfache Antwort. Wenn also jemand anfängt mit, es ist kompliziert und dann 2 Stunden Vortrag hält, dann ist das erheblich seriöser als jemand, der behauptet, ich weiß, wie es dem Wald geht, dem geht's 37% schlecht. Ich kenne mich aus, weil ich habe einen schönen Hut auf. Also erstens, ein Hut allein ist noch nicht qualifizierend. Man braucht auch mindestens noch diese anthrazitfarbene Jacke und diesen Halslappen und so einen Bart, um qualifiziert was zum Wald sagen zu können. Und zweitens ist es einfach saumäßig kompliziert, denn Einfluss auf den Bodenzustand hat zum Beispiel auch ein globales Phänomen, das immer mehr auf immer mehr Bildschirmen auftaucht, immer mehr von verschiedenen Experten verschiedener Wissensgebiete immer mehr wahrgenommen wird und vielleicht irgendwann uns tatsächlich noch große Schwierigkeiten bereiten wird hinsichtlich Biodiversitätsverluste, nämlich die Nitrifizierung des Planeten. Wir düngen alles. Seit das Haber-Bosch-Verfahren, also die Herstellung von Stickstoffdünger aus Luftstickstoff sozusagen erfunden worden ist, ist Stickstoff in rauen Mengen verfügbar. Wir können jeden Acker, den wir irgendwie mit Stickstoff düngen wollen, so viel mit Stickstoff düngen, wie wir lustig sind. Das Zeug ist relativ billig auf diesem Wege geworden und das hat man auch getan. Lieber ein bisschen mehr draufschmeißen, dann wächst es nochmal ein bisschen besser. Ob dann auch noch jede Menge Überschuss entsteht, der dann verweht wird, in die Landschaft geweht, im Grundwasser landet, mit dem Grundwasser, wenn das dann irgendwann mal im Meer landet, aus dem Meer raus verdampft, in der Landschaft verteilt wird und irgendwo anders wieder runterregnet. Das sind einige der möglichen Wege, wie wir den ganzen Planeten düngen. Und das führt eben zu einer erstmal höhere Nährstoffverfügbarkeit im Waldboden, aber auch zu einem schnelleren Abbau dieser Nährstoffe. Weil wenn die verfügbar sind, dann werden sie auch genutzt. Dann freuen sich Bakterien, Pilze oder sonst was drüber. Das ist im ersten Moment auch ganz lustig, aber wenn das Zeug dann weg ist, hat keiner mehr was davon. Darum ist eine lokale Überproduktion nicht unbedingt eine gute Idee. Und wenn mehr Stickstoff da ist, kann auch von allem anderen mehr verbraucht werden. Mehr Stickstoff kommt hinterher wieder nach. Ja, wir hören ja nicht auf, damit den ganzen Planeten zu düngen. Also Stickstoff zu verbrauchen wäre nicht das Problem, aber mit dem Stickstoffverbrauch geht auch ein Calcium-, Magnesium- oder Eisenverbrauch einher. Eisen ist selten knapp, Calcium und Magnesium hingegen sehr wohl. Und wenn die dann wiederum alle sind, die werden nicht global anthropogen nachgedüngt und das kann zum Beispiel langfristig dann wiederum negative Auswirkungen auf den Bodenzustand haben. Oder gar zur Unfruchtbarkeit ganzer großer Bodengebiete führen. Und jetzt müssen wir uns klar machen, der Wald
den können wir sehen. Den Boden, den können wir zwar auch sehen, aber nur die Oberfläche davon und die meisten von uns interessierten Scheiß, was da eigentlich drin ist. Aber ist der Boden kaputt, anders als tote Bäume, die da mal eben tot rumliegen und in 50 Jahren stehen neue da, ist der Boden kaputt, stehen da in 50 Jahren keine neuen Bäume mehr, sondern da gibt es dann irgendwann im schlimmsten Fall, jetzt will ich den Teufel nicht an die Wand malen, aber im schlimmsten Fall tatsächlich eine Halbwüste, wo nur noch irgend so eine strauchartige Savannenvegetation wächst. Und damit ist uns dann auch überhaupt nicht geholfen. Das ist erstens eine komplette Umkrempelung des Ökosystems. Das kann man jetzt erstmal schlecht finden. Das würde ich mich auch anschließen wollen, dass das erstmal schlecht ist. Und zweitens sorgt das auch dafür, dass wir auf diesem Stück Land auch nichts mehr produzieren können. Also weder Nahrungsmittel noch Holz noch irgendwas, was uns als Gesellschaft weiterbringt und sogar ein nachwachsender, nachhaltiger Rohstoff wäre. Ja? Problem. Und das spielt beim Waldzustand eben auch nochmal eine gravierende Rolle. Nicht nur, wie viel Laub oder wie viel Nadeln hängt am Baum, sondern wie geht's eigentlich dem Waldboden. So, und wenn wir uns jetzt den Waldboden schon angucken, dann können wir uns zum Beispiel auch noch die Waldpilze angucken. Die Waldpilze sind nämlich ein wesentlicher Indikator dafür, wie gut die Nährstoffaufnahme der Bäume so funktioniert. Denn jeder Baum, das habe ich schon mehrfach erzählt, hat einen Fußpilz. Ja? Also an jedem Stamm hängt unten irgendwo ein Pilzlein dran, das sich um die Wurzel wickelt und der Wurzel bei der Nährstoffaufnahme hilft. Der Baum gibt dem Pilz dafür ein bisschen Zucker ab. Der Pilz sorgt dann allerdings wiederum dafür, dass der Baum vernünftig mit Wasser versorgt wird, vernünftig mit Kalzium, Magnesium und anderen schönen Dingen versorgt wird. Und das ist dem Baum dann gerne auch ein bisschen Zucker wert. Das nennt man Symbiose, positives Zusammenarbeiten zweier Partner. Ja, also beide profitieren von der Partnerschaft. Bei Parasitismus, profitiert nur der eine und der andere leidet drunter. Ja? Wie in jeder guten Ehe. Nein. Also auch das ist zum Beispiel noch wenig untersucht und es gibt einzelne Fälle, wo ansonsten ein intakter Wald aber bereits Probleme im Pilzlebensraummilieu aufweist. Und jetzt könnte ein größeres Problem bei den Pilzen wiederum negative Rückkopplungen auf den Zustand des Waldes haben. Und das völlig unabhängig von vielen, vielen anderen Einflussfaktoren. Ja? Also das erzähle ich vor allen Dingen deswegen, weil man den Ist-Zustand des Waldes nur sehr schwer messen kann. Zum Beispiel, und ein letztes, der aktuelle Waldzustandsbericht, der ja katastrophale Zahlen für den Wald ausweist und sagt, die Waldschäden sind so hoch wie fast noch nie und wieder auf dem Niveau von 2019 oder 2020 zurückgekehrt. Wir hatten letztes Jahr eine leichte Verbesserung, aber jetzt ist es wieder katastrophal. Und es sind hochgradig ernste Probleme, die dem Wald attestiert werden. Das ist auch richtig, ja? Versteht mich nicht falsch, das stimmt, die sind hochgradig ernst. Aber wenn wir uns im Vergleich dazu, zum Beispiel während bereits die Tendenz des Waldzustandsberichtes immer negativer wurde, beziehungsweise die Schäden immer höher wurden, im gleichen Zeitraum hat der Zuwachs des Waldes, also das Vermögen unserer Wälder, Holz zu produzieren, um etwa 15, 20, 30, in manchen Fällen, krassen Fällen sogar um 30% zugenommen. Und das muss man eben auch damit mit einfließen lassen bei der Beurteilung, wie es dem Wald geht. Er mag weniger Blätter dranhängen haben und es mag auch mehr tote Bäume geben, aber diejenigen, die nicht tot sind, die auch gute Jahre erlebt haben und nicht nur Jahre wie 2018, 2019, 2020, die sind in den letzten Jahren deutlich schneller gewachsen. Woran liegt das? Zum einen tatsächlich, und das sagen ja viele Leute, dass der Klimawandel für den Wald ja gar kein Problem, also viele, dumme Leute, die nicht besonders viel dumm ist jetzt übertrieben, aber Leute, die nicht viel drüber nachgedacht haben, so in etwa, manchmal erscheinen sie deshalb deswegen vielleicht dumm, vielleicht sind sie es auch, kommt immer aufs Individuum an, aber die sagen, CO2 kann ja gar nicht schlecht für den Wald sein, ist ja Pflanzendünger. Stimmt. Aber man muss sich das so vorstellen, dass ein Wald, der jede Menge CO2 abbekommt, das ist wie ich, der ich an einem Tisch sitze und bei mir unendlich viele Schnitzel auftischt. Ja, ich mag Schnitzel, da kommt gleich wieder der Zug, aber nur von Schnitzel allein kann ich nicht leben. Und ein Wald kann auch nicht nur von CO2 leben, der braucht auch Wasser. Ja? Und wenn der Anstieg der CO2-Konzentration zwar
mehr Holzproduktion bei gleichzeitig vorhandenem Wasser zulässt, das Wasser aber nicht gleichzeitig vorhanden ist, dann bringt das zusätzliche CO2 gar nichts. Wenn du am Verdursten bist und man setzt dir einen Eimer Schnitzel vor, anstatt einen Eimer Wasser, dann wirst du nicht besonders dankbar sein. Auch wenn du unter Wasservollversorgung einen Eimer Schnitzel durchaus nicht abgeneigt wärst. Und das ist so ein großes Problem, was viel zu häufig ignoriert wird, beziehungsweise was viele Leute nicht wissen. Es ist eben zu kompliziert, als dass man es auf einen Faktor runterbrechen könnte, mit dem man sagen könnte, so geht's dem Wald. Ja? Und eben diese CO2-Düngung hat in guten Jahren in Kombination mit ausreichend Wasser, ein gutes Jahr ist durch ausreichend Wasserverfügbarkeit gekennzeichnet, zu einem enormen Zuwachs bei den Bäumen geführt. Das heißt, die haben einfach mehr Holz produziert. Das ist was Positives. Der Baum ist dadurch vitaler, der Baum wächst schneller, der Baum ist gesünder, der Baum kann Reservestoffe produzieren, um eben auch gegen Krankheitserreger möglicherweise besser reagieren zu können. Ja? Also hier ist gar nicht festzustellen, dass es dem Wald sonderlich viel schlechter geht, wenn wir uns die Zuwächse angucken. In den halbwegs normalen Jahren, von Extremjahren wie 18, 19, 20, eben mal ausgenommen. Dass jetzt allerdings wiederum Extremjahre wie 18, 19, 20 große Schaden am Wald verursacht haben, das ist augenscheinlich. Wer mal in den Harz gefahren ist, muss nur irgendwo hingucken, dann sieht er sie. Ja, das kann man nicht wegdiskutieren und das kann auch ich nicht wegrechnen, wenn ich irgendwie von Zuwachszunahme spreche. Aber das sind halt einzelne Jahre und einzelne hochgradig extreme Jahre. Die magische Frage wird sein für die Zukunft des Jahres, des Waldes. Wie häufig kommen solche extremen Jahre vor? Gibt es die ab sofort jedes Jahr? Gibt es die alle 10 Jahre? Gibt es die alle 50 Jahre? Kommen nochmal 3 hintereinander oder gibt es die ab sofort nur noch vereinzelt? Kommen vielleicht mal 5 hintereinander, dann sieht die Welt hinterher ziemlich beschissen aus. Oder war es das jetzt und da kommen nie wieder welche? Und das kann man eben beim besten Wissen und Gewissen wissenschaftlich korrekt nicht vorhersagen. Ja, wir können ungefähre Wahrscheinlichkeiten angeben, wie wahrscheinlich das Eintreten welches Ereignis es ist. Aber Wahrscheinlichkeiten sind halt nun mal nur Wahrscheinlichkeiten. Mit absoluter Sicherheit kann das keiner sagen. Und deswegen gibt es einfach vor allen Dingen eins für die Zukunft des Waldes, nämlich einen ganzen Haufen Ungewissheit. Was allerdings relativ eindeutig sein dürfte, ist dann tatsächlich die Zahl der toten Bäume, die man in den letzten Jahren angetroffen hat. Und auch das ist eine Statistik, die zumindest seit ein paar Jahrzehnten erhoben wird, wenn auch nicht ganz seit 84. Wie hoch ist denn eigentlich die Absterberate? Das heißt, bestimmte Probebäume werden jedes Jahr angelaufen und man guckt mal, lebt der Baum denn überhaupt noch? Und in normalen Jahren liegt so beim bundesdeutschen Durchschnitt ungefähr so diese Absterberate bei die 0,2 bis 0,3%. Ja, also etwa diese Chance sozusagen besteht, dass ein Baum von einem Jahr aufs andere statistisch gesehen nicht mehr als lebendig angetroffen wird. Das kommt jetzt ein bisschen drauf an, welche Baumart man sich anschaut. Bei einigen ist das höher, bei anderen ist das niedriger. Dabei spielen diverse Stürme, die in den letzten Jahrzehnten eine Rolle gespielt haben, eben jetzt auch heute noch eine Rolle. Und eben für den Durchschnittswert sind auch die letzten katastrophalen Jahre mitverantwortlich. Der wäre also nochmal deutlich geringer, wenn die letzten katastrophalen Jahre nicht diesen Wert nach oben katapultiert hätten. Drum ist ein Durchschnittswert von 0,3 jetzt nicht so besonders aussagekräftig, aber nehmen wir mal an, wir hätten jedes Jahr 0,3% tote Bäume und keine mehr würden nachwachsen, was ja Quatsch ist, tun sie ja, aber dann hätten wir nach Adam Riese in 10 Jahren 3% tote Bäume, in 30 Jahren 9 oder anders gesagt, in 100 Jahren hätten wir 30% tote Bäume, nach 300 Jahren hätten wir kaum noch Wald, weil nur noch 10% Bäume übrig sind. Das ist also eine Absterberate, die ist akzeptabel, weil in den 300 Jahren, die es bräuchte, dass fast alle Bäume weg sind, ist 300 Jahre Zeit, dass neue Bäume nachkommen und damit wäre eigentlich alles in Ordnung. Daher ist so eine durchschnittliche Absterberate von 0,3 sicherlich ein Wert, mit dem wir uns ganz gut anfreunden können. Ja?
Zumal, wie gesagt, da sind Stürme mit drin, da sind Dürrejahre mit drin, da ist natürlicher Verfall mit drin. Das ist eine ganz valide Geschichte. So. Bei manchen Baumarten, in manchen Bundesländern, nicht deutschlandweit, da gibt es die Durchschnittswerte sind deutlich geringer, aber immer noch alarmierend hoch, gab es Absterberaten von 15%. Spaßeshalber rechnen wir das mal hoch. Was heißt 15% in 2 Jahren? Ja, dann sind 30% der Bäume weg. In 3 Jahren sind 45% der Bäume weg. In 4 Jahren sind 60%, also auf gut Deutsch, in ein paar Jahren ist der Wald weg. Ja? Und mit so einer Absterberate, da ist dann die Kacke schon ziemlich stark am Dampfen. Und eine Absterberate ist meiner Meinung nach vielleicht mit der beste Indikator, mit dem wir ungefähr sagen können, wie es denn unserem Wald aktuell gerade geht, von Jahr zu Jahr. Weil das Problem ist, das ist ja immer Bäume, die von letzten Jahr auf nächstes Jahr verschwunden sind. Und dann nicht mehr da sind. Und wenn wir da bei der Fichte eben diese 15%, das war die Fichte, dieser konkrete Fall, uns angucken, dann ist das ein Wert, der so vermutlich seit es Forstwissenschaft und die aufgeschriebene Beobachtung des Waldes gibt, in Mitteleuropa noch nie stattgefunden hat. Das heißt, wir haben, und da gibt es noch diverse andere Werte, die ich dafür zitieren könnte, momentan nachweislich die schlimmste Waldkatastrophe abseits von Massenfällungen wie nach dem Zweiten Weltkrieg oder sowas. Ja, da haben wir einfach viele Bäume gefällt. Da ging es dem Wald schlecht, weil wir viele Bäume gefällt haben. Aber die hatten noch gute Wachstumsverhältnisse, die hatten, soweit wir das beurteilen können, vernünftige Böden, da ist alles auch schnell wieder hochgewachsen und so weiter und so weiter. Also solche Ursachen mal außen vor gelassen. Hier sind es ja jetzt nicht, sind die Bäume ja nicht weg, weil wir sie alle gefällt haben, weil wir sie haben wollten, weil wir gierig waren, weil wir Bretter machen wollten oder ähnliches, sondern sie sind weg, weil sie gestorben sind und anschließend gefällt worden sind. Oder so gut wie gestorben sind und dann eben gefällt worden sind, weil sie sowieso nächstes Jahr tot gewesen wären. Also das hat in 99% der Fälle war der Baum sowieso tot, der jetzt insbesondere im Fall der Fichte gefällt worden ist. So, und wenn wir uns jetzt die Löcher, die wir derzeit im Wald haben, angucken und uns klar machen, dass die Gesamtkahlfläche, wo keine Bäume mehr stehen, zumindest keine großen, größer ist, inzwischen sogar deutlich größer als das Saarland. Dieser Vergleich mag hinken, aber kann sich jeder was drunter vorstellen. Dann ist das tatsächlich die, und das Ganze in 3 oder 4 Jahren passiert ist, dass diese Kahlflächen entstanden sind, ist das der größte Waldflächenverlust, den wir durch natürliche Ursachen, in Anführungszeichen, also nicht wir haben es gefällt, sondern es ist von alleine gestorben, jemals hatten. Ja? Vermutlich der größte und schnellste Waldflächenverlust seit immer. Gibt zumindest kein überliefertes Ereignis, was so schnell Wald weggeschafft hätte wie 2018, 19 und 20. So. Und damit kann ich vielleicht grob zusammenfassen, dass der aktuelle Waldzustand tatsächlich ziemlich katastrophal ist und wir außerordentlich große Verluste zu verzeichnen hatten beim stehenden Bestand. So, und jetzt kommt die Nachhaltigkeit. Im Forst denkt man grundsätzlich ja immer in Nachhaltigkeitskategorien beziehungsweise in generationsübergreifenden Zeiträumen. Und das müssen wir jetzt unbedingt auch noch zur Geltung bringen. Weil wir nämlich, und da werde ich nachher noch stark drauf eingehen, bei der Zukunft des Waldes, nicht beim Zustand, der Zustand ist katastrophal, dringend uns eben Gedanken machen müssen, muss das zwingend so weitergehen. Kann es sein, dass diese Ereignisse, die jetzt zu dem aktuell katastrophalen Zustand und den riesigen Waldverlusten geführt haben, sich jederzeit wiederholen und dann wird es noch schlimmer? Oder kann man vielleicht sagen, das Ökosystem hat daraus was gelernt? Haben die Bäume was gelernt? Haben andere Pflanzen was gelernt? Haben die Tiere was gelernt? Und werden, wenn so eine Katastrophe sich wiederholt, anders darauf reagieren? Möglicherweise. Ja? Das darf man also auch nicht außen vor lassen. Und das macht es nochmal so schwierig, den Zustand des Waldes genau zu bestimmen, weil wir die Zukunftsaussichten des Waldes nicht kennen. Weil wir nur sehr schwierig beurteilen können, wie groß die Resistenz, die durch dieses Schadereignis entstanden ist, 2018, 2019 und so weiter, denn jetzt nun ist.
Denn was uns klar sein muss, die 15% Fichten, die da zum Beispiel pro Jahr gestorben sind, ne? Also, oder zumindest 19 sind, glaube ich, 15% Fichten gestorben. Andere Zahlen, andere Bundesländer und so weiter. Aber es sind viele. Darauf können wir uns, glaube ich, einigen. Ne? Da muss uns klar sein, das waren nicht die besten Fichten, sondern das waren die schwächsten Fichten. Und die Fichte ist jetzt aufgrund dessen, dass wir sie in ein Ökosystem gepflanzt haben, in das sie nicht gehört, eben noch nie dafür angepasst gewesen, bei uns im Flachland rumzustehen. Und damit gehört sie zu den labilsten Bäumen, die bei uns im deutschen Wald so rumstehen. Und dass also der labilste Baum ausfällt, da gibt es Stimmen, die meinen, das ist überhaupt nicht dramatisch, da muss man sich gar keine Sorgen drum machen, dem Wald geht's gut, lediglich die Plantage ist gefährdet. Und das ist erstens Blödsinn, und weil es gibt sehr wohl auch jede Menge tote Buchen. Aber der Fairness halber muss man sagen, die Zahl der toten Buchen steht in keinem Verhältnis zu der Zahl der toten Fichten. Die Absterberate bei der Buche liegt erheblich geringer. Trotzdem sind auch da große Schädigungen festzustellen. Und das, obwohl man bis dato davon ausgegangen ist, dass Buche nahezu unkaputtbar ist und eigentlich jedes beliebige Klimaszenario, das man für realistisch gehalten hat, problemlos übersteht. Jetzt sind aber durchaus Klimaszenarien eingetreten, die man für nicht realistisch gehalten hat und die auch nicht gut überstanden worden sind. Das heißt, die Grenzen der Buche sind uns jetzt aufgezeigt worden. Jahre wie 2018 und 2019 sind auch für Buchen katastrophal oder buchengeprägte Wälder, was auf etwa 70% der Waldfläche der Fall wäre, wenn wir nicht was anderes, wie zum Beispiel die Fichte, hingepflanzt hätten. Jetzt ist es nichts Neues und es steht auch gar nicht zur Debatte, das weiß jeder Förster, der einigermaßen sein Geld wert ist, dass die Fichte im Reinbestand keine Zukunft mehr hat. Das ist klar. Das ist keine besonders neue Neuigkeit, das wissen wir schon seit 40 Jahren. Jetzt ist es uns natürlich nochmal deutlicher vor Augen geführt worden, dass das der Fall sein muss. Aber das große Problem und das, was vielen Kollegen eben Angst macht, ist eben nicht, dass nur die Fichte stirbt, sondern auch die Buche eben ihre Schwierigkeiten hat und manche andere Baumart, völlig unabhängig von der Trockenheit, andere Probleme hat, die jetzt nämlich noch erschwerend dazukommen. Ja? Und damit möchte ich mal kurz auflisten, was heißt kurz, ne? Aber die Faktoren, die eigentlich gerade für den enorm schlechten Waldzustand, den wir momentan erleben, verantwortlich sind. Und die da wären zum einen der Elefant im Raum Trockenjahre wie 2018, 19 und auch 20 und auch 2022 war nämlich schon wieder verdammt trocken und verdammt heiß. Trockenheit prinzipiell ist erstmal nicht schlimm, wenn sie nicht mit Hitze gekoppelt ist. Gleichzeitig ist auch Hitze prinzipiell für den Wald erstmal nicht schlimm, wenn sie nicht mit Trockenheit gekoppelt ist. Beides in Kombi, so wie eben 18, 19 oder 22, das ist dann besonders katastrophal und da wird dann gestorben. In Anbetracht dessen, dass 22, das ist eine gute Nachricht, Kacke war von den meteorologischen Werten her, aber vom Baumverlust kaum höher als ein bisschen erhöhter Durchschnittswert, da liegt ein bisschen Hoffnung. Ja? Und das möchte ich an dieser Stelle kurz mal erwähnen, weil obwohl die Lage ernst ist, gibt es sehr wohl Dinge, die einem Hoffnung machen können und sehr wohl Argumente, weshalb wir unseren Wald noch nicht abschreiben müssen. Ja? Das nur mal am Rande angemerkt. So. Aber Trockenstress ist deswegen ein Problem, weil der Baum kann die Photosynthese nicht abschalten und die Photosynthese braucht ständig Wasser. Das bedeutet, wenn du dein Blattgrün da oben hast und damit musst du Photosynthese machen, sobald Sonne drauf scheint. Musst du. Das ist kein Wollen, das ist kein abschaltbarer Prozess, das findet statt. Punkt. Ja? Hast du nur zwei Möglichkeiten. Entweder du saugst mit deiner Wurzel als Baum entweder so viel Wasser ran, wie die Photosynthese eben braucht und dann läuft die Nummer und dann kannst du wachsen und dann ist alles gut. Gelingt dir das aus irgendwelchen Gründen nicht, dann verbrauchen deine Blätter zu viel Wasser. Das Wasserreservoir im Baumstamm wird immer kleiner und kleiner und kleiner, ist irgendwann alle. Aus der Wurzel kann nichts mehr nachgeliefert werden, weil nichts mehr da ist. Das bedeutet, die Energie da oben verpufft, die Blätter vertrocknen, sie laufen sozusagen leer, dürren aus, fallen runter und fertig ist. So, handelt es sich jetzt um einen Laubbaum?
dann hat er hoffentlich genügend Reserven angehäuft, um im nächsten Jahr wieder auszutreiben, weil das ihm irgendwann im Herbst, spätestens im Herbst, die Blätter runterfallen, ist normal. Ja, das heißt, ein Laubbaum ist einem kompletten Verlust seiner photosynthetisch aktiven Biomasse, Blätter, gewöhnt. Handelt es sich allerdings um einen Nadelbaum, dann kann der in einem Jahr maximal ein Siebtel seiner Nadel erneuern. Maximal. Und das ist schon eine große Kraftanstrengung. Das müsste ein sehr, sehr gutes Jahr sein, damit man wirklich dann ein Siebtel austauschen könnte. Verliert er alle, ist er tot. Oder verliert er zwei Drittel, ist er auch mit Sicherheit, mit ziemlicher Sicherheit tot. Ja? Und der Nadelbaum hat nur noch die Möglichkeit, letztendlich den Wasserzufuhr so stark zu drosseln, dass kaum noch Photosynthese stattfindet, dass kaum noch Wasser in Kombi mit Photosynthese umgesetzt wird. Die Photosyntheserate ist auch geringer beim Nadelbaum. Aber wenn er dann seinen Wasserzufuhr drosselt, um nicht zu verdursten sozusagen, dann muss er im Gegenzug hungern, weil er gebräuchte ja die Photosyntheseprodukte, die eigentlich bei Vollversorgung produziert werden müssten. Ja? Das heißt, wir können ungefähr zusammenfassen, bei Trockenheit der Laubbaum verdurstet, wirft sein Laub ab und wenn er Glück hat, kann er nächstes Jahr wieder austreiben. Der Nadelbaum, der wird nicht so schnell verdursten, weil er seine Wasserzufuhr stark drosseln kann, wird dann aber verhungern, wenn er sie zu lange gedrosselt hat. Und wenn er einmal trocken ist, einmal seine Nadeln verloren hat, dann ist es halt vorbei. Das geht weniger schnell mit dem Nadelverlust und dauert länger, aber ist endgültig. Ja, und das ist vielen Nadelbäumen zum Verhängnis geworden, weil wir ja eben drei Trockenjahre gehabt haben. Ja, nicht nur eins, nicht nur zwei, nein, drei. Allerdings der Initialfaktor war wirklich 2018 und sich von 2018, 2019 nicht erholen zu können, das hat ein Hauptausmaß des Sterbens. Gut, also diesen Faktor nennt man Trockenstress. Dass die Bäume tatsächlich einfach vertrocknen, zu wenig zu trinken da. Gleichzeitig haben viele andere Faktoren mit zum schlechten Zustand des Waldes beigetragen. Zum einen der Borkenkäfer. Ja, den kennen wir alle, den haben wir alle gesehen, das wissen wir auch alle, dass der daran dann maßgeblich beteiligt war. Der Borkenkäfer ist insbesondere die Art Ipstyphographus, der Buchdrucker, der häufigste Fichtenborkenkäfer, auch der effizienteste Fichtenborkenkäfer, der zunächst mal, solange er Fichte finden kann, auch nur Fichte befällt. Lediglich in Notsituationen, wenn er gar keine Fichte findet, dann fliegt er auch mal auf was anderes, richtet da aber selten Schaden an, weil er nur auf die Fichte spezialisiert ist. Ich habe dazu schon ganz viel erzählt, aber grob zusammenfassend muss man Folgendes sagen. Normalerweise kommt so ein Borkenkäfer angeflogen, das ist jetzt eine Fichte. Ja, knallt er dagegen, stellt fest, Fichte, check. Wurzig rein, frisst da drin rum, legt Eier, alles gut, zack, fertig, wunderbar, stirbt dann selbst an Altersschwäche, die nächste Generation schlüpft, frisst da drin rum, wurzig raus, fliegt weg, sucht die nächste Fichte. Das wäre so der Entwicklungszustand. Ist die Fichte eine gesunde Fichte, läuft es aber folgendermaßen ab. Käfer kommt, wurzig rein, wird verklebt, von Harz, ist tot. Ende. Hat die Fichte aber Trockenstress, ja? Auch nur ein bisschen Trockenstress, nicht so viel Trockenstress, dass sie daran sofort sterben würde. Ja? Vielleicht würde sie das Jahr auch problemlos überstehen mit dem bisschen Trockenstress. Aber trotzdem hat sie einfach zu wenig Wasser, um Harz zu produzieren, weil Hauptzutat von Harz ist tatsächlich Wasser. Und hat man kein Wasser, hat man kein Harz, kann man den Käfer nicht verkleben, kann der Käfer sich ungestört ausbreiten, ungestört fressen, ungestört Eier legen vor allen Dingen, nach erfolgter Paarung. Und jede Menge Käfer, völlig ungestört und unbehelligt von irgendwem, fliegen dann wieder raus aus der Fichte, verteilen sich in der Landschaft, finden den nächsten Baum. So, und in einem Wald, der nur aus Fichte besteht, was ist der nächste Baum? Richtig, Fichte. So, und damit haben sie wieder einen Volltreffer gelandet und jetzt wird die nächste Fichte in einer ähnlichen Situation sich befinden wie die erste Fichte, nämlich auch wo stehen, wo es trocken ist. Und da bedingt wieder der Trockenstress der Fichte, der per se an sich noch nicht tödlich wäre, wieder die ungestörte Ausbreitung des Borkenkäfers. So, noch ein Faktor, der da jetzt oben drauf kommt, ist der Faktor Zeit. Normalerweise haben wir so Borkenkäfer geeignete Temperaturen Mitte April bis Mitte Oktober ungefähr. Aha. In den letzten Jahren
hatten wir Borkenkäfer geeignete Temperaturen so ab Ende Januar, so teilweise wirklich, je nachdem in welchem Teil des Landes man sich befindet, bis Anfang Dezember, so um den Dreh. So, und in der all dieser Zeit, ganz grob, ne, ganz grob, nagelt mich nicht fest auf genauen Daten. Das ist jetzt alles ja, ich will euch nur die Zusammenhänge erklären, nicht irgendwelche Zahlen an den Kopf schmeißen, das könnt ihr woanders nachrecherchieren, beziehungsweise das könnt ihr schon machen, aber das hilft niemandem was weiter, wenn man die Zusammenhänge nicht kennt. So, und das heißt, der Borkenkäfer hatte einfach viel mehr Zeit. In dieser Zeit kann er mehrfach eine ganze Generation ranwachsen lassen. Das heißt, Generation 1, meinetwegen im Februar, fliegt die in der Gegend rum, bohrt sich in den Baum, legt Eier. Eier brauchen, sagen wir mal, 3, 4, 5 Wochen, um sich auszuentwickeln. Der junge Käfer frisst, der junge Käfer wird erwachsen, fliegt los, es ist meinetwegen Ende April. Ja? Die neuen Käfer legen wieder Eier in neuen Fichten. Jetzt ist es Sommer, jetzt geht die Entwicklung der jungen Käfer noch schneller. Spätestens im Juni sind die nächsten Käfer unterwegs. So, es ist so richtig bolle warm, den Käfern geht's prima. Spätestens Ende August sind nochmal Käfer unterwegs. So, und möglicherweise sind dann gegen Anfang Oktober noch eine letzte Ladung Käfer tatsächlich nochmal unterwegs, die es zum Überwintern schaffen, nochmal in irgendwelchen Fichten zu verschwinden. Und diese enorme Zahl der Käfer, ja, jeder Käfer, der unterwegs ist, legt 20 Eier. Dessen 20 Nachkommen legen jeweils 20 Eier. Dessen 20 Nachkommen legen jeweils 20 Eier. Das ist ein exponentielles Wachstum. Das sind ganz schnell ganz, ganz viele Käfer. Und die alle, diese enorm riesige Zahl von Käfern, sucht sich jetzt ein Winterquartier in irgendeiner Fichte und es kommt kein Winter. Würde ein Winter kommen, ein richtig lange, kalter, nasser, ekliger Winter, war richtig fies, dann würden von denen ein Großteil sterben. Vielleicht 90%, vielleicht 95%, vielleicht 99% sind genug, da würde immer noch reichen. Ja? Aber es kommt gar kein Winter und die sind alle da, die überleben alle. Wir haben überhaupt keine Schwierigkeiten, oder fast alle, haben überhaupt keine Schwierigkeiten durch den Winter zu kommen. Und im nächsten Jahr geht es also von dieser ohnehin schon riesigen Basispopulation mit Borkenkäfer wieder von vorne los. Und wieder finden sie nur Fichten und wieder können sie fressen wie im Schlaraffenland. Wieder geht das Jahr spätestens Ende Februar los und nicht erst Mitte April. Und ja, das führt zu diesen enormen Massenvermehrungen von verschiedenen Schadinsekten, zum Beispiel Borkenkäfer. Jetzt ist das prominenteste Beispiel, aber viele, viele andere Insekten, die vor allen Dingen eben Forstpflanzenschädling sind, zum Beispiel die Eichenfraßgesellschaften, sogenannte. Es ist eine ganze Gruppe, ein ganzer Haufen von teilweise sogar weit über 100 möglichen an der Eiche gerne rumfressenden Insektenarten unter anderem. Ein paar Spinnentiere dabei teilweise, die dann wiederum ihre eigenen Pilze dabei haben, die dann auch wieder die Eiche befallen. Und die haben genau die gleichen besten Entwicklungsbedingungen, weil hohe Temperaturen bei Insekten immer eine schnelle Entwicklungszeit zur Folge haben. Das Ei entwickelt sich umso schneller, je wärmer es ist, schlicht und ergreifend. Die junge Raupe kann umso schneller fressen, je höher ihre Körpertemperatur ist, desto schneller ist die unterwegs. Und das ist halt eindeutig mit der Umgebungstemperatur gekoppelt. Das heißt, je wärmer das Jahr, desto flotter sind die unterwegs. Ja, und Wassermangel haben sie auch nicht, weil sie leben ja in des Baumes Rinde, ruft die Made nach dem Kinde und das Kind kommt dann. Da war nicht irgendwie der Specht da und hat das Kind etwa geholt. Das heißt, der Specht profitiert von dem Ganzen schon auch irgendwo. Aber das Blöde ist, auch eine interessante Anekdote, denkt man jetzt, okay, wir brauchen nur mehr Spechte, die Spechte fressen all die Borkenkäfer. Ja, das tun die, nur blöderweise hinterlassen sie dann eine völlig zerlöcherte Rinde des Baumes. Das ist auch nicht unbedingt besser, wenn du einen Haufen Löcher in der Rinde hast, dafür keinen Käfer mehr in dir drin, dafür kann jedes beliebige Bakterium oder jeder Pilz durch deine zerlöcherte Rinde in dein Holz eindringen und da alles zersetzen und dann fällst du auch in den nächsten paar Jahren um als Baum. Ist also nicht wirklich hilfreich. Pest oder Cholera. Cholera ist zwar weniger schlimm als Pest, aber auch häufig sehr tödlich. Also von daher ist das ein schlechter Deal für den Baum, dann einfach die Spechtpolizei sozusagen zu rufen, beziehungsweise dass wir das Problem mit Spechten lösen können. Ja, also grundsätzlich, ja, nicht nur der Fichtenborkenkäfer, das ist das Prominenteste, aber für viele, viele andere Baumarten haben eben die Tatsache, dass es A, eine längere Vegetationsperiode gibt und B,
witzigerweise auch die Stickstoffdüngung, die wir schon beim Bodenpart erwähnt hatten, haben beides zu einer deutlich kürzeren Generationszeit und einer schnelleren Fortpflanzung von insbesondere eben Forstpflanzen fressenden Insekten geführt. Und das ist jetzt in so vieler Hinsicht blöde, da muss ich erstmal durchschnaufen. Nämlich, wir haben ja gleichzeitig witzigerweise auch noch das Insektensterben. Ja, da sterben viele seltene Insekten, die eben nicht mehr an spezielle Lebensräume angepasst sind. Diese speziellen Lebensräume gibt es nicht mehr, weil die gesamte Welt mit Stickstoff gedüngt wird und daher kein Gefälle mehr zwischen bisschen Stickstoff, wenig Stickstoff, ganz wenig Stickstoff, super wenig Stickstoff. Das wird alles hochgedüngt auf viel Stickstoff. Ja, und diese Sonderstufen, auf die sich spezielle Insekten und spezielle Pilze und spezielle Pflanzen spezialisiert haben, werden einfach weggedüngt und existieren nicht mehr. Und natürlich musst du aussterben, wenn du gar keinen Lebensraum mehr hast, für den du spezialisiert bist. Ja? Hingegen diejenigen, die schon immer spezialisiert waren auf viel Stickstoff, die haben jetzt nicht nur die wenigen Fleckchen, die schon immer viel Stickstoff hatten, zur Verfügung, sondern die haben jetzt alles zur Verfügung. Und die machen jetzt eine Massenvermehrung durch. Und genau die sind auch diejenigen, die uns jetzt an die Nutzpflanzen bzw. Forstpflanzen rangehen. Ja? Und das sind aus dem großen Spektrum der vielen, vielen Insekten, die bei uns so unterwegs sind, insbesondere Insekten, Arthropoden, könnte ich es eigentlich zusammenfassen, wären korrekter, nur ganz wenige. Wenige profitieren, nämlich die, die eben auf Überfluss spezialisiert sind, ja, so die Amazon-Insekten sozusagen, die Mark Zuckerbergs und Jeff Bezos der Insektenwelt, während Leute wie du und ich eben das Nachsehen haben, die wir nur unter bestimmten Bedingungen klarkommen. Insbesondere ich. Ich kann im Grunde bloß Wald erklären, sonst kann ich nichts. Ich kann beim Fahrrad noch einen Schlauch auswechseln, habe ich gerade neulich gemacht. Das war's. Das sind die zwei Sachen, die ich kann. Ja, Wald erklären und beim Fahrrad einen Schlauch aussetzen. Wäre wirklich so, wenn ich nicht irgendwie mit meinem Walderklärzeugs was machen könnte. Viel mehr Talente habe ich nicht. Daher ja, wäre schwierig. Ja? Und ich müsste dann auch, wenn man mir mein natürliches Ökosystem, also den Wald, wegnehmen würde, dann hätte ich große Schwierigkeiten. Ja? Schick mich nach New York, ich drehe durch. Ich gehe kaputt. Baue mir eine Hütte in den Center Park und gehe da nie wieder raus. Und wenn sie mich in irgendeine Häuserschlucht jagen, falle ich tot um. Ja? So ungefähr würde das ablaufen. Und so kann man sich das vielleicht auch eben mit dieser Käfersituation vorstellen. So, und diese Stickstoffdüngung ist vor allen Dingen jetzt auch deswegen so blöde, weil die Bäume, an denen jetzt der stickstoffliebende Käfer knabbert, die haben auch wieder mehr Stickstoff, weil im Boden mehr pflanzenverfügbarer Stickstoff durch die Stickstoffdüngung drin ist und damit nimmt der Stickstoffgehalt in den Nadeln und oder Blättern oder Holz oder Rinde des Baums, der auf stickstoffgedüngtem Boden steht, zu. Und der stickstoffliebende Käfer, der ohnehin schon gerne mit Stickstoff arbeitet, bekommt jetzt noch mehr Stickstoff und damit geht die Entwicklungsgeschwindigkeit noch mal schneller. Das ist also ein sich verstärkender Prozess sozusagen. Ja? Und das trifft, wie gesagt, auf so ziemlich jeden Baum zu. Gleichzeitig kann man aber auch nicht sagen, dass das nur schlecht wäre, weil dadurch, dass die Bäume ja auch mehr Stickstoff bekommen, wachsen die Bäume, die vorher auf einem mageren Standort gestanden sind, jetzt ja auch auf einmal besser. Und im gleichen Verhältnis, wie die Käfer es den Käfern besser geht, geht es dem Baum möglicherweise auch besser. Es sei denn, er hat Trockenstress und dann kommt jetzt wieder der Faktor dazu. Und letztendlich ist es wichtig, Folgendes zu begreifen. Es gibt zehntausende Gründe oder Dinge, die dich umbringen können, wenn du als Baum in der Landschaft rumstehst. Einer davon reicht. Ja? Und hier sind gleich mehrere Sachen am Spiel, die auch in Einzelfällen positive Auswirkungen haben können. Aber das gibt es ja ganz häufig im Leben, wenn man ein bisschen differenzierter in die Landschaft denkt, gibt es zig Sachen, die potenziell, ein bisschen Alkohol mag ganz lustig sein, ganz viel bringt dich um. Ja, ein bisschen Medikament mag Krebs heilen können oder zumindest reduzieren das Wachstum von dem Ganzen, viel davon bringt dich um und so weiter. Ja, und so funktioniert das hier halt auch. Ein bisschen Stickstoff haben alle
Pflanzen nichts dagegen. Die brauchen ja auch Stickstoff. Das ist lebenswichtig. Gar kein Stickstoff bist du tot. Geht nicht. Ja? Aber zu viel immer scheiße. Das können wir uns vielleicht so als Merkspruch bis an diese Stelle merken. So, also. Erhöhte Insektengenerationszeit. Trockenstress. Stickstoff gedüngte Insekten, die sich noch mal schneller entwickeln. Das sind unsere drei Faktoren, die wir bisher hatten, die für den Waldzustand verantwortlich sind. Jetzt die schiere Temperatur, die schiere Hitze des Sommers sorgt zusätzlich dafür, dass, wenn es nicht regnet, das bisschen Wasser, was mal im Boden noch gespeichert war, auch sehr schnell aus dem Boden raus verdunstet, weil der Boden einfach heiß wird und dann gar nicht mehr für die Pflanzen zur Verfügung steht. Das gibt ein nettes Wölkchen, Wölkchen fliegt hoch, Wölkchen fliegt weg, kannst du winken, fort ist es und Wasser hast du keins mehr. Das heißt, die schiere Temperatur zu der nicht vorhandenen Niederschlag, ganz, ganz böse Kombination, wollte ich hier auch nochmal dringend erwähnt haben. So, und dazu jetzt noch die Tatsache, das habe ich ja schon gesagt, dass die Fichte außerdem noch nicht mal eine Baumart ist, die besonders angepasst ist auf die Gebiete, in denen sie jetzt rumsteht, nämlich gar nicht angepasst ist. Die gehört ins Hochgebirge, da kommt sie auch wunderbar klar. Deswegen haben wir auch noch intakte Fichtenwälder, zum Beispiel im Südschwarzwald, einigermaßen zumindest. Die haben auch zu leiden, ja, aber da ist man hoch genug, dass da die Fichte noch hingehört. Wir haben noch einigermaßen intakte Fichtenwälder in Südbayern, sprich am Alpenrand, im Bayerischen Wald, solche Ecken, wo es hoch genug ist. Theoretisch sollten wir einigermaßen intakte Fichtenwälder auch im Harz haben, da hat es aber aus irgendwelchen Gründen nicht funktioniert. Und wir haben noch nicht genügend geforscht, um hundertprozentig mit Sicherheit sagen zu können, woran das liegt. Und außerdem wäre das ein Spoiler für meine Harzführung. Und das mache ich grundsätzlich nicht. Ne? So, also da kommt schon sehr vieles zusammen. So, und jetzt stellt euch mal vor, unsere ganzen Fichten, die jetzt abgestorben sind, die liegen da jetzt rum. Ja? Und normalerweise werden die dann ja eingesammelt und man versucht dann auch das Beste daraus zu machen, verhökert dann die Leichen dieser Fichten als Holz für ein Apfel und ein Ei nach irgendwo hin. Das fehlt uns dann später als inländisches Holz, aber es ist so viel Holz auf einmal angefallen, dass man es gar nirgendwo lagern könnte. Die Lagerplätze für Holz wachsen auch nicht auf Bäumen, haha, und sind einfach nicht verfügbar gewesen. Das heißt, das Holz musste weg. Jetzt ist das Holz weg, kurze Zeit später kommt Corona. In Corona haben die Leute Zeit und wollen gerne Häuschen bauen. Häuschen bauen geht nicht, zumindest nicht mit Holz, weil Holz ist ja dummerweise schon alles wegexportiert nach China oder wohin auch immer. So, und jetzt wird auch noch Holz knapp. Und jetzt gehen doch die Nächsten in den Wald, die jetzt plötzlich merken, oh, jetzt ist Holz auf einmal wieder wertvoll, jetzt könnte man vielleicht das eine oder andere Bäumchen noch fällen. Und auch das spielt nicht in einem großen Umfang, aber hier und da ein bisschen eine Rolle, dass da jetzt natürlich noch die Nutzungskomponente dazukommt. Denn die ganzen Ausfälle durch die Dürre bei der Fichte haben sämtliche Forstbetriebe, die irgendwie wirtschaftlich arbeiten müssen, einen Haufen Geld gekostet, das jetzt irgendwie wieder reinkommen muss. Und das bedeutet, zu den ganzen umgefallenen Bäumen musst du jetzt, um ein bisschen Geld zu verdienen und deine Mitarbeiter bezahlen zu können, zum Beispiel, musst du irgendwo jetzt auch wieder was verdienen. Und das bedeutet, du musst noch mehr Bäume fällen. Ja, und auch das ist jetzt nicht unbedingt im Rahmen der forstlichen Nachhaltigkeit, dass wir in den nächsten Jahren, um ökonomische Verluste auszugleichen, mehr Bäume fällen, die ja deswegen nicht schneller wachsen und jetzt sowieso knapper geworden sind. Habe ich vergessen, ich wollte noch schnell das Szenario zu Ende spinnen. Was jetzt auch noch dazu kommt, ist natürlich die Energiekrise, verursacht durch den Ukraine-Krieg. Und da kommt es jetzt natürlich auch wieder drauf an, wenn du noch irgendwo Bäumchen rumstehen hast, könntest du vielleicht auf die Idee kommen, insbesondere wenn du noch eine Holzheizung hast, vielleicht den ein oder anderen zusätzlichen Baum zu fällen, weil es wurde ja fleißig Panik gemacht, dass wir nicht durch den Winter kommen und im Winter alle ganz arg frieren werden, der bisher nicht stattfindet. Aber ansonsten, das kommt auch noch erschwerend dazu, ne? Also jetzt der Boom auf Brennholz, also als Holz als Energieträger, was jetzt auch dem Wald nicht unbedingt gut tut. Wir haben hier so einen ganzen Rattenschwanz von Dingen.
Und auch das ist zugegebenerweise ein Faktor, auch wenn es kein besonders großer ist, aber es ist ein Faktor, der ebenfalls berücksichtigt werden muss beim aktuellen Zustand des Waldes. Ja? Also einen ganzen Haufen Herausforderungen. So, und was ich jetzt noch mit keinem Wort erwähnt habe, ist Klimawandel. Ich habe lediglich gesagt, es war heiß und möglicherweise wird es nochmal heiß sein. Aber die Tatsache, dass die CO2-Kurve bei so und so viel liegt oder so und so viel globale Erwärmung, 1,5, 2,5, 3,5 Grad, was auch immer prognostiziert wird oder wir erreichen werden, das hat alles gar keinen direkten Einfluss auf den Wald. Das hat nur dahingehend Einfluss, wie häufig werden Extremereignisse wie die 2018, 2019 Dürre nochmal eintreten. Darauf hat das Einfluss. Da ist der Punkt, wo der Klimawandel dann zum Erscheinen kommt, vor allen Dingen. Ja, unsere Wälder haben überhaupt kein Problem damit, wenn die Jahresdurchschnittstemperatur statt 8,5 Grad auf einmal 10,5 Grad ist oder auch 11. Das wäre grundsätzlich kein Problem, aber die Folgeerscheinungen wie die Verlängerung der Vegetationszeit, die mehr Zeit für die Insekten, die mehr stickstoffangepassten Insekten. Der Stickstoffwandel ist vom Klimawandel ja völlig unabhängig. Das ist ein ganz anderes Problem, das einfach zeitgleich auch noch stattfindet. Ich möchte darauf hinaus, wir haben nicht nur die eine Baustelle, wir haben diverse Baustellen. Ja, und das ist einfach sehr, 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 sehr viel, was da zeitgleich zusammenkommt, weshalb wir auch nicht immer sagen können, woran es jetzt eigentlich genau liegt, dass es dem Wald geht, wie es geht. Aber ein grundsätzliches Problem, was die globale Erwärmung, die Änderung der Durchschnittstemperatur grundsätzlich auch irgendwann auf die Bäume haben wird, aber zunächst mal eher auf die kleineren Waldbewohner, wie kleine Blümchen unten drunter oder eben freundliche Insekten, die gar nicht am Baum knabbern wollen. Zug. Oder Spinnen, oder das Reh, oder ein Karnickel. Sucht euch was aus, irgendein sympathisches Tier. Nehmen wir das Eichhörnchen. Eichhörnchen beispielsweise haben einen bestimmten Korridor von Temperatur, in dem sie sich wohlfühlen. Ja? Die kommen mit niedrigen Temperaturen klar, die kommen mit halbwegs hohen Temperaturen klar, die kommen nicht mehr mit ganz hohen Temperaturen klar. Nehmen wir also jetzt mal an, dass die Durchschnittstemperatur so hoch wird, dass es in Süddeutschland mindestens mal dem Eichhörnchen zu warm wird. Was wird es dann tun? Es weicht aus. Also entweder stirbt es kleinräumig aus, aber die Randpopulationen, bei denen, die noch ein bisschen so im mittleren Deutschland wohnen, werden so eher Richtung Norddeutschland hochwandern, weil im Norden ist es tendenziell ein bisschen kühler als im Süden. Das ist auch bei uns in Deutschland so. Das ist auf globaler Ebene natürlich noch viel deutlicher. Am Äquator wärmer als am Nordpol, muss ich niemandem erzählen. Das heißt, die wandern einfach ein Stückchen nach Norden. So. Ist jetzt erstmal noch nichts Schlimmes passiert. Dann sind sie halt ein Stückchen nach Norden gewandert, alles gut, gibt es im Norden mehr Eichhörnchen. Das Doofe ist nur, im Süden gibt es gar keine Eichhörnchen mehr. Und das Problem ist, was machen jetzt die Eichhörnchen, die vorher schon im Norden waren, wenn die Eichhörnchen aus dem Süden jetzt auch in den Norden kommen? Ja, dann gibt es nämlich Nahrungskonkurrenz. Und dann setzt sich das bessere Eichhörnchen durch, das mehr Nüsse gefunden hat, und die anderen, die sterben. So, jetzt ist das Problem, jetzt wird es nochmal wärmer, das heißt, die Eichhörnchen müssen noch weiter in den Norden. Im Norden kommen sie jetzt vielleicht auch ganz gut zurecht, weil da gibt es jetzt auf einmal gar keine Eicheln mehr, sondern nur noch Nadelhölzer. Das macht aber nichts. Die haben den Winter über Zapfen oben. Da kannst du dich als Eichhörnchen auch bedienen. Kannst ja bis in die Baumkronen hochklettern. Geht es den Eichhörnchen vielleicht ganz gut. Aber Problem, es wird noch mal wärmer und die Eichhörnchen müssen innerhalb von kürzester Zeit noch weiter in den Norden. Das Doofe ist, da gibt es irgendwo eine Baumgrenze. Und dann sind die Bäume auf einmal weg. Und jetzt müssen die Eichhörnchen auf einmal zu Steppenhörnchen werden, beziehungsweise zu Tundrahörnchen. Und da darauf ein Eichhörnchen nicht ausgelegt ist, ist es spätestens dann ausgestorben. Anderes Beispiel, Bergwald. Ja? Unten im Bergwald steht die Buche, so in der mittleren Abteilung steht die Tanne, in der oberen Abteilung steht die Fichte. So, jetzt wird es wärmer, der Buche wird es unten zu warm. Die Buche steigt ein Stückchen nach oben, da ist aber schon die Tanne. Jetzt ist die Buche aber konkurrenzkräftiger als die Tanne. Stellst du eine Buche und eine Tanne nebeneinander, wird im Regelfall die Buche die Tanne killen, weil sie einfach schneller wächst, besser wächst, langanhaltender wächst und die andere platt macht. Tanne also weg. Wir haben also das Tannenökosystem
Ökosystem, das ausgestorben ist, weil da ja jetzt die Buche ist. Unten drunter ist gar kein Wald mehr, weil es ist ja zu heiß geworden im Bergwald sozusagen. Ne? Also nur noch Buche, Fichte. Jetzt wird es nochmal heißer, die Buche steigt weiter hoch. Wenn du Buche und Fichte nebeneinander stehst, langfristig, nicht kurzfristig, da gewinnt die Fichte, aber langfristig setzt sich irgendwann die Buche gegen die Fichte durch, bei buchentauglichem Klima, das ja ab sofort herrscht. Die Fichte stirbt weg und wir haben oben auf dem Berg jetzt die Buche. Das heißt, die Tanne ist ausgestorben, die Fichte ist ausgestorben, oben steht die Buche. Jetzt wird es nochmal heißer, die Buche steigt weiter den Berg hoch, aber oh Schreck, der Berg ist ja auf einmal oben zu Ende. Jetzt gibt es natürlich noch ein bisschen Möglichkeiten, dass man auch von der Südseite des Berges auf die Nordseite des Berges einmal um den Berg drumherum wandert. Da ist es noch mal ein bisschen kühler, aber spätestens wenn es so warm wird, dass da dann auch wieder Schluss ist, dann ist da auch wieder Schluss. Ja? Und mit solchen Arten Wanderungs- und Wegsterbeprozessen dürfen wir in Zukunft durchaus rechnen. Das ist jetzt alles sehr stilistisch einfach dargestellt gewesen. Aber es läuft darauf hinaus, dass wir solche Artenwanderungsprozesse bereits nachweisen können. Es gibt einzelne Beispiele im Bayerischen Bergwald, wo verschiedene kleine Pflanzen, die deutlich schneller wandern, als das Bäume tun, die wandern sehr langsam, die sind halt groß, haben eine hohe Generationszeit, ne? Dauert mal 350 Jahre, bis so ein Ding von alleine wieder umfällt, locker, ne? Oder noch länger, wissen wir alle. Und da kommt ganz erschwerend eben dann dazu, dass diese kleinen Pflanzen bereits 50, 60, 70 Meter in den ersten Untersuchungen, die man gemacht hat, den Berg hochgestiegen sind. Ja? Und mit diesen 50, 60 Metern, die sie auf einmal höher vorkommen, nehmen sie denen, die da vorher waren, jetzt eben Ressourcen weg. Von unten kommen wieder andere nach, die ihnen dann wiederum die Ressourcen weggenommen haben, weshalb die weiter nach oben gestiegen sind. Auf gut Deutsch, solche kurzfristigen Wanderprozesse, schnellen Wanderungsprozesse in einem langlebigen Ökosystem, das auf Langlebigkeit ausgelegt ist, wo alle Veränderungen normalerweise über Jahrhunderte stattfinden, jetzt aber in Jahrzehnten oder in Jahrtausenden, in Jahrzehntausenden, normalerweise die Veränderungen stattfinden und jetzt in Jahrzehnten, das führt zu Stohtod, schlicht und ergreifend. Ja, die einzig mögliche Konsequenz für die meisten Mitglieder eines Ökosystems, außer die aller anpassungsfähigsten, wie zum Beispiel eine Buche, ein Fichten, Borkenkäfer, ja, die diversen Käferchen, die sich von stickstoffliebenden Pflanzen ernähren. Oder um mal ein pflanzliches Beispiel zu nennen, die Brennnessel, die mag nämlich sehr gerne Stickstoff und kann auf stickstoffüberdüngten Böden problemlos überall vorkommen. Die hat auch kein großes Problem mit Hitze, kein großes zumindest. Oder eben invasive Pflanzen wie der japanische Staudeknöterich. Wer ihn noch nicht kennt, wird ihn bald kennenlernen, bald ist er überall. Die werden sich alle viel weiter ausbreiten und überall, wo die sind, stirbt das, was vorher da war und wir verlieren Biodiversität, biologische Vielfalt, Artenvielfalt und wir können bis heute nicht hundertprozentig sagen, wofür diese Artenvielfalt denn jemals gut gewesen wäre und werden es dann nämlich auch nicht mehr rausfinden, weil dann ist sie ja weg. Ja? Also ich möchte an dieser Stelle mit Teil 1 meines Wie geht's dem Wald mal ein bisschen schließen und hoffentlich deutlich genug ein drastisches Bild gemalt haben. Das wird Stand jetzt definitiv so weitergehen. Ja? Vielleicht ist der Wald und insbesondere die Waldbäume erheblich anpassungsfähiger, als wir das momentan beurteilen können. Und dafür gibt es gute Anzeichen und es gibt viel Hoffnung am Horizont, dass es vielleicht doch nicht so schlimm wird. Aber, ja, der nächste Teil wird positiver. Aber, fettes Aber, wenn wir nicht die globale Erwärmung auf ein halbwegs vernünftiges Maß reduziert bekommen, dann nützt das nichts, weil dann hilft uns jede Anpassung des Waldes nichts. Dann ist irgendwann die Anpassungsfähigkeit des tollsten Waldbaumes überschritten. Und dann wird hier mehr oder weniger sämtliche heimischen Pflanzen werden wegsterben. Wir werden vielleicht neue pflanzen können, wenn es uns dann noch gibt. Die Landschaft wird vollständig anders aussehen. Sie wird erheblich an Biodiversität verlieren. Und es mag durchaus sein, dass wir in diesen Prozessen irgendwann nicht mehr in der Lage sind, eine Kulturpflanze zu finden, die wir noch essen können oder im großen Stil anbauen, um sie zu essen. Und dann wird uns das gleiche Schicksal wie meiner fiktiven Eichhörnchenpopulation
durchaus erleiden können. Ja? Und Leute, die sich furchtbar darüber aufregen, dass inzwischen manche Leute von der Klimakatastrophe und nicht vom Klimawandel oder der Klimakrise reden, sondern von der Katastrophe, denen möchte ich sagen, aus Sicht eines Ökologen bzw. aus einer ökologischen Denkperspektive ist sie genau das. Es ist eine Katastrophe. Die gute Nachricht dabei wiederum ist, irgendwann wird sich das System auch wieder normalisieren, und wenn wir nicht da sind, um zu bewerten, ob es gerade gut oder schlecht ist, dann ist es der Natur vollkommen wurscht, in welchem Zustand sie sich befindet. Neue Artenvielfalt wird sich über die Jahrtausende, die dann noch kommen würden, irgendwann auch wieder entwickeln. Es wird eine andere Artenvielfalt sein, aber ja, 99% aller Arten, die es bisher gab, sind ausgestorben. Mag sein, dass wir da auch irgendwann dazugehören und es dann irgendwann 99,9% aller Arten, die es jemals gegeben hat, die ausgestorben sind, aber es werden auch immer wieder neue Arten nachkommen. Man kann die Natur so nicht kaputt machen, man kann das Ökosystem ändern, man kann die Zusammensetzung variieren, man kann aber nicht den Prozess, der immer wieder zu neuen Ökosystemen führt, kaputt machen. Das geht tatsächlich Stand unseres aktuellen Wissens nicht. Selbst nicht mit Atomwaffen. Das dauert lange, dass die noch strahlen, aber da ist dann auch irgendwann mal Schluss. Ja, also, und auch Plastik mag scheiße sein, aber auch das wird irgendwann als Mikroplastik doch auch am Meeresboden abgelagert, richtet da vielleicht Schäden an, aber ist der Zeithorizont nur groß genug, wird irgendwann von uns Menschen nichts mehr übrig bleiben und spätestens dann wird sich die Natur zumindest erholen. Ja, vielleicht sind wir dann aber sogar noch da, haben es geschafft, endlich mal vernünftig mit den Ressourcen des Planeten umzugehen und leben im Einklang mit diesem neuen, sich entwickelnden Ökosystem. Weil ein neues wird es immer sein, Wandel ist stets vorhanden in der Natur. Daher kann man, sagen ja auch viele, die dem Ganzen nicht so ganz aufgeschlossen gegenüberstehen, der Klimawandel, den gab es schon immer, der kann gar nicht schlimm sein, weil den gab es schon immer. Ja, es gab ihn nur noch nie so schnell. Beziehungsweise die paar Mal, die er schon so schnell ablief, hat das ebenfalls zu einem Massenaussterben fast sämtlicher Arten des Planeten geführt. Ja? So. Wie gesagt, positiver Teil, dann im zweiten Ideen, Ansätze, Hoffnungsschimmer, weshalb es vielleicht doch nicht ganz so katastrophal werden könnte, wenn wir dann es irgendwie schaffen, die Globaltemperatur eben nicht immer weiter ansteigen zu lassen. Das ist immer die Voraussetzung, das darf man auf keinen Fall vergessen. Das spielt eine essentielle Rolle bei der ganzen Geschichte. Die Möglichkeiten, die du hast, mit die richtige Baumart pflanzen, welche auch immer das sein mag, sind sehr, sehr, sehr begrenzt, wenn es immer heißer wird. So, ich verabscheue mich. Wer sagt das? Irgendwer sagt das doch immer. War das nicht irgend so eine alte Fernsehsendung? Keine Ahnung. Ja, macht's gut. Bis zum nächsten Mal und dann, wie gesagt, positiver.